Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky. Wir haben aktuell nur noch eine Nebenmission offen, nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen was erledigen konnten. Und ja, die obligatorischen Orientierungsprobleme. Wir müssen nämlich in den Mistwald. Bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher, wie wir seinerzeit da hingelangt sind. Obwohl, warte mal, mir fällt gerade noch was viel Besseres ein. Wir haben ja nämlich ein bisschen Kohle gescheffelt beim letzten Mal und könnten uns jetzt theoretisch ja ein bisschen was leisten. Nee, ich wollte eigentlich gar nicht talken. Ich glaube, das hier kennen wir schon. Ja, genau, wir überleben, bla bla. Gut, das hatten wir. Joshuas Aussage hat gerade für mich so den Aha-Moment gebracht. So, es gab hier nämlich noch ein paar Sachen, die ich mir bisher noch nicht gegönnt habe. Zum einen die Spikes, die ich unbedingt haben möchte, weil das gibt einen Defense Boost von 5 für Estelle. Und hier haben wir, achso, das sind so Immunitäten. Gift, Blind und Sleep. Das White Bracelet haben wir beim letzten Mal, glaube ich, war das in der Kiste gefunden. So viel fehlt eigentlich gar nicht mehr. Und die Waffe. Ja. Okay, das heißt, wir sind dann eigentlich durch. Eine Waffe für Joshua. Und diese Geschichte hier und die Spikes für Estelle. Dann haben wir alles. Und wir haben sogar noch ein bisschen Geld übrig. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Ich kaufe mir, glaube ich, von dem Rest, auch wenn das jetzt vielleicht voll nach Geldverschwendung aussieht. Aber ich möchte dann ganz gerne noch ein paar Wiederbelebungssachen haben. Das war das hier, ne? Ja. Frage ist jetzt, wie viele? Ich nehme mal 5 mit. Dann sind wir bei 1000. Haben noch ein ganz kleines bisschen Taschengeld über. Aber sollten wir das jetzt schaffen, was ich hier in Angriff nehmen möchte, dann bekommen wir ja dafür auch nochmal Kohle. Deswegen passt das ja am Ende so Pi mal Daumen. So, sie bekommt erstmal ihre Spikes und ihmchen eine neue Waffe. Ach, aber er hat auch kein Amulett. Hä? Warte, das hier wollte ich ihm geben. Habe ich ihm gerade irgendwie was weggenommen? Okay, warte, jetzt bin ich... Ich bin auf Anikip gerade eben gegangen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich, dass er den Kunai bekommt. Den Kunai hat der und mit dem Kunai werden wir jetzt unsere Reise hier fortsetzen. Hoffentlich diesmal auch in der richtigen Richtung. Und zwar... Ich glaube, das war nach Süden, oder? Ich glaube, das war nämlich diese Geschichte, wo ich immer in dieses Gate wollte. Und das hat sich so gezogen und ich glaube, ich bin da auch nie angekommen. Sondern habe dann irgendwann kehrt gemacht, weil ich irgendwie Angst hatte vor dem, was da vor mir liegen könnte. Guck mal, da, das suggeriert uns die ganze Zeit. Hey, noch 2 Schritte und du bist beim Gate und dann ist das am Ende aber nicht so. Ich hoffe auch, dass wir jetzt hier keine Gegner noch haben werden, die, die wir irgendwie noch nicht kennen. Die sind aber bekannt. Wobei die da, da rechts, den haben wir hier wirklich nur in der Ecke bisher angetroffen. Nehmen wir mal erstmal den mit. Ja, der Schaden nimmt sich jetzt nicht so viel. Das sind jetzt... Wie viel Schaden hat er da vorher immer gemacht? Ich dachte, das Ding hat überlebt. Master. Ja, raste mal total aus. Das hat er beim letzten Mal aber nicht gemacht. Das finde ich ja ein bisschen frech, ne? Auch wenn er jetzt wenigstens ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ich erinnere mich ein bisschen an... an irgendein Pokémon, dessen Name gerade entfallen ist. Ja, es vergeht irgendwie. Es gibt, glaube ich, kein japanisches Rollenspiel, was mich nicht irgendwann an irgendein Pokémon erinnert. Also irgendein Gegner oder sowas. So, kann es sein, dass wir hier vielleicht irgendwie Gegner haben, die uns blaue Steinchen spendieren? Das wäre auf jeden Fall ein netter Nebeneffekt. Aber ich glaube, das war der einzige neue hier. Ich glaube, alle anderen kennen wir irgendwie schon aus anderen Gebieten. Ich glaube nicht, dass die Seppels sich unterscheiden werden. So, ach, da sind wir ja schon. Ich dachte, das wäre jetzt voll der mega lange Weg, aber... Dann gehen wir von mir aus hier auch hin. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau machen soll. Beware of Monsters. Monsters, Monsters. Wo ging das am besten nochmal? Warte. Ich muss in mein Notebook. Das war doch nicht so schwer, oder? Hier, genau. So, und zwar diese Geschichte hier.
Searching for a flower known, Bearclaw, Savory Pinion, former native to the forest, or Mist Wild of Roland, and the letter comes from insect-like monsters. Steht hier auch irgendwo, wie viele wir davon brauchen? Bin ich gerade blind? Oder geht es nur um eine Flower? Bin mir gerade nicht sicher, wie das gemeint ist, aber wir sollten am besten erstmal in den Wald reingehen. Also von irgendeinem Monster bekommen wir das, was er haben möchte, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe. Und das heißt im Umkehrschluss, wir müssen ja da irgendeine neue Monsterart oder irgendwas finden, was wir vorher halt noch nicht hatten. Und da gucken wir dann halt mal ganz genau hin. Ich weiß nicht, erkenne ich irgendwie in meinem Notebook, wenn ich alles beisammen habe, also wenn das ausreichend sind. Die vorher auch schon 200? Ja, ne? Ja, das ist irgendwie so, Ich will unbedingt irgendwann mal den ersten Flächenzauber haben. Ich hoffe, das gibt's hier. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich meine, eigentlich sind wir streng genommen, obwohl ich das schon relativ lange spiele, immer noch so ziemlich am... Das war gerade blöd. So ziemlich am Anfang, weil... wir immer noch an der ersten Stadt sind, ne? Ja, aber so ist das halt. Also ich werde daran auch festhalten. Also ich will so viele Quests ja auch mitnehmen, wie es nur geht. Und das Spiel möglichst so spielen, wie ich es auch alleine spielen würde. Und ich weiß gar nicht... Wisst ihr, das ist ganz komisch. Ich habe, als ich mit YouTube angefangen habe, immer wieder, bevor ich ein Let's Play begonnen habe, mir auch angeguckt, wie viele andere Let's Plays gibt es dazu. Hat das schon jemand auf Deutsch Let's Played oder... wie ist da so die Qualität und so? Das mache ich inzwischen gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, wann das aufgehört hat. Aber es interessiert... Ich glaube... Oh, ich habe ja keine Karte. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir werden das aber hoffentlich irgendwie trotzdem überleben, ne? Sag mal ganz laut ja. Okay, das ist Tatsache neuer Gegner. Preemptive Attack, das ist schon mal gut. Oh mein Gott. Ja, Killer Hornets. Sofort die Killer-Ausführung. Und die sind auch wieder empfindlich gegen Feuer. Nein! Warum ist sie so weit weg? Aber das ist nicht schlimm. Okay, hier teilt Joshua mehr Schaden aus, oder? Nee. Nee, der hatte gerade ein Critical. Ja, okay, daran lag's. Ja, ja, habe ich gerade durcheinander gebracht. Ich hab Angst. Ouchen. Ja, das war so klar. Du wärst halt kein richtig authentisches, fettes Biest-Hornissen-Insekt, ne? Wenn du nicht irgendwie vergiften würdest. Wow, 20 Erfahrungspunkte. Das ist gut. Und schon wieder keine blauen Steine. So, ist der jetzt immer noch vergiftet oder heilt sich das automatisch nach jedem Kampf? Sehr begrüßen, wenn das automatisch weggeht. Er ist jetzt 146 Energie oder Gesundheit und immer noch 146. Okay. Ich bin jetzt mal so optimistisch und hoffe, dass das jetzt im... Was ist denn das da? Ist auch ein Gegner. Oh mein Gott. Hat der einen vorne und einen hinten? Also kann ich den irgendwie preemptive striken oder geht das eher nicht Forest Mist? Mist-like monster that lurks in forests, blows gazes on its enemies, difficult to hit. Das ist schon mal scheiße. Das heißt, den sollte man wahrscheinlich eher mit Zaubern beackern. Aber guck mal, dadurch, dass er jetzt sein Information-Quartz hat, kann er das sehen. Das ist ja geil. Und der droppt Gummy Eyeball. So, so. Ich glaube, dem möchte ich jetzt ungerne mit physischen Angriffen begegnen. Die Casting-Zeit ist halt so. So, wie sieht es bei ihr aus? Jetzt werden wir wohl warten müssen, aber ist egal. So, was die. Oh mein Gott. Der Schaden war jetzt überschaubar, aber ich befürchte, dass da irgendwie auch eine Zustandsveränderung dranhängen könnte. Hä? Hat der meinen Zauber gerade unterbunden? Okay, wenn ich jetzt zaubere, kommt er aber noch vor dem Gegner ran. Das ist ja frech. Ja, ihr erlaubt euch ja was. So, warte mal. Was machen wir jetzt mit ihr? Ich kann ja mal gucken, wie viel Schaden das austeilt, wenn ich denn angreife. Ja, es geht eigentlich. Aber ich meine, wenn im Text schon steht, dass der schwer ist zu treffen. Stand gerade Resist. Warum?
Okay, keine Ahnung. So, dann kannst du jetzt mal auf den kloppen. Und dann wird Madamchen jetzt hier mal rumzaubern. Sie hat sowieso mehr EP. Dann machen wir mal diesen Aqua-Bleed hier. Okay, ich verstehe. Also immer, wenn die sich irgendwie aufladen zum Zaubern, dann kommt der dazwischen und sagt so, nö, nicht mit mir. Aber, ja, soll mir recht sein. Ich meine, das ist auch eine gute... Oh-oh. Ich habe noch nie gesehen, was der so macht, wenn ich gerade nicht irgendeinen Zauber oder so auflade. Aber die sind witzig. Ich glaube, so vom Schwierigkeitsgrad her ist das gerade genau das, wo wir auch sein sollten. Jawollo! Jetzt noch ein Gegner, der uns was Blaues da lässt. Das wäre mal mega cool. Ich habe gerade nur ein bisschen Angst, weil zwei Gegner, zwei neue Sachen. Also zwei Gegner, beide neu, so rum. Keine Karte. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich nach meinem Item jetzt so wirklich suchen soll. Oh Gott, so wie waren das jetzt bei den... zwei Schläge und die sind weg. Das ist eine ganz knappe Kiste, glaube ich, ne? 115. Ich glaube, das wird sie nicht schaffen, oder? Ja, nein! Ja, ey. Es wird ja jetzt hier immer erbärmlicher. Ist doch nicht wahr. Okay, ich glaube, hier wird gleich wieder CP-Einsatz gefordert. Oh, die sind genauso dämlich im Treffen. Haha, voll in die Puperze. Der Giftzustand, der nervt. Und ja, ich weiß, ich hätte so ein Ding kaufen können, um mich dagegen immun zu machen. Das haut aber ganz schön rein mit dem Gift, mein lieber Scholli. Okay, warte mal, ich werde jetzt mal einen... Achso, die Crafts, die kann ich ja jederzeit nehmen, ne? Ich werde jetzt erstmal mit dem hier anfangen. Für die Power of the Almighty Pummel. Uff. Das war aber knapp. Der 220 Energie und 228 Schaden ausgeteilt. Das war jetzt irgendwie ein bisschen unter meiner Erwartung. Ja, triff halt nicht. Ich glaube, der geilt sich gerade voll auf an seiner Vergiftung. Jetzt vielleicht. Oh, bei Critical will er dann plötzlich. Vielleicht erhöht sich bei den kritischen Wahrscheinlichkeiten auch die Treffer, die Trefferwahrscheinlichkeit. Estelle hat was Neues gelernt in Hurricane. Aha. So, warte mal, bevor wir jetzt hier irgendwie das abfeiern, möchte ich erstmal heilen. Bitte. Muss jetzt einfach mal sein. Obwohl er ist, glaube ich, hat er beim letzten Kampf was... was ein Level abbekommen. Ich hatte irgendwie nicht mehr so einen Blick. So, dann will ich mal gucken. Was hat es denn damit auf sich? Hurrikane. Wo sah ich denn das nochmal? Wo konnte ich denn das nochmal sehen? Fehlt hier irgendwie dieser Reiter für Skill? Oder war das bei Status? Ey, jedes Mal das Gleiche. Ich komme echt nicht klar hier. Ja, Estelle, nee. Keine Ahnung, müssen wir uns dann im Kampf angucken. Da haben wir die S-Breaks, aber die meine ich ja nicht. Oder gibt's das hier irgendwo? Wäre aber irgendwie unlogisch, ne? Das ist ja kein Item in dem Sinne. Das kann irgendwie nicht so kompliziert sein. Oder sieht man das... Warte, warte, ich habe da gerade was gesehen. Da bei Crafts, da steht was, aber da kann ich halt nicht hin. Doch? Nee. Hm. Keine Ahnung, kann ich das... Warte mal, die andere Taste hier? Nee, nicht hier. Nein. Hier. Kann ich das hier irgendwo sehen? Ach, bestimmt auch nicht. Ach, egal, wir gucken uns das einfach im Kampf an. Dann können wir uns auch wenigstens gleich die Animation geben und alles. Und dann ist alles schön, ne? Vor allen Dingen, wenn ich irgendwann noch dieses blöde Item mal treffe. Oh, es geht tatsächlich um Preemptive. Okay. So, was habe ich denn bei denen nochmal gemacht? Immer gezaubert, ne? Aber zaubern ist auf Dauer ganz schön kostspielig. Ich nehme mal das hier. Das füllt sich hier, glaube ich, relativ schnell auf. Weil ich das Gefühl habe, dass von den Hornissen irgendwie mehr Gefahr ausgeht. Aber okay, das wird sich nach und nach ja sowieso relativieren, wenn die Leute hier ein bisschen leveln. Ich wollte doch hier einen neuen Zauber probieren. Aber der hätte das wahrscheinlich sowieso negiert. Nee, hätte er nicht. Weil ich ja ein Preemptive habe und jetzt die ganze Zeit voll raushauen kann hier. Nee, wir machen das, wenn wir irgendwann
erschwerte Bedingungen haben. Irgendwann klingt so nach in 10 Jahren, aber der nächste Kampf wird bestimmt schon der nächste sein, der mir Kummer bereitet. So, der größte Horror für mich als Nicht-Kartenbesitzer. Eine Weggabelung. Da habe ich gerade schon wieder so eine Hornisse rumkrauchen sehen. Ich wette, hier kann man auch richtig leicht Dinge übersehen, oder? Ah, das ist eine schwierigere Kombi. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal so einen Hurricane versuchen. Einfach, weil ich sehen möchte, wie das aussieht. Nee, nix da. Ach, das ist so eine Geschichte. Attack Set. Also heißt das, der ist Flächenzauber? Spins and Strikes Enemies in the Area. Jawohl, da habe ich meinen ersten geilen Flächenzauber. Ja, cool. So, jetzt brauche ich noch CP. Bitte hilf mir, CP zu beschaffen, du olle Kackhornisse. Und ihr seid alle angesprochen. Nur weil ich im Singular spreche, heißt das nicht, dass eine explizit gemeint ist. So, da muss sie ja... Ja, ey. Mann, da hat sie schon mal ihren scheiß Stärkeboost und trifft trotzdem nicht. Und das Hornissenvieh natürlich schon, ist klar. So, na, willst du ihr nicht nachmachen und daneben hauen? Nein. Joshua hat immer noch ein schlechtes Gewissen, weil er am Anfang immer so häufig verkackt hat. So, jetzt aber. Bam und bam und bam. Und wisst ihr was? Wenn ich dann die 100 CP beisammen habe, wird bei der nächsten Hornissengruppe hier richtig Hurricane-Action abgehen. Scheiß auf Naturschutz. Terror im Wald. So muss das. Verursacht durch Kinder. So. Okay, warte mal. Jetzt sind meine Leute, glaube ich, ein bisschen angeschlagen. Ich könnte... Oh, wisst ihr, was ich mache? Ich habe noch so ein olles Rezept, ne? Wo waren das? Hier. Diese Geschichte. Was macht denn das hier eigentlich? Ah, guck mal. Nourishing Meatball. Uses curative... Aber diese Stärke plus 5% ist nur für einen Kampf, oder? Ist doch nicht dauerhaft. Ja, hier bitte. Learned Recipe for Dream Meatball. Ihre Stärke würde jetzt nicht dauerhaft nach oben gegangen sein. Das wäre ja ein bisschen... Da könnte man die ja bis ins Unendliche pimpen. Okay, warte. Erstmal will ich mir mal das Recipe angucken. Also das Rezept. Warte mal. Nein, nein, hier war ich doch richtig. So. Wo war denn das? Recipe Book. Und hier haben wir den... Achso, hier. Oh, erzählt uns dieses Marble Steak, ey. Was die immer für etepetete Sachen haben wollen. Ich glaube, ich sollte mir, wenn ich irgendwann mal ein bisschen Geld über habe... Eigentlich habe ich Geld über, weil ich die Seppels ja zuletzt auch nicht verkauft habe. Aber ein bisschen Puffer habe ich noch. Dann werde ich mir mal so einen kleinen Vorrat an... Dings zulegen an Zutaten, die man so in den Läden kaufen kann. Also ich glaube zwar, dass man... Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man alles irgendwann irgendwie von Monstern auch bekommt. Aber darauf will ich mich jetzt halt nicht so blind verlassen. Ich habe übrigens ganz gekonnt überspielt, dass mich das jetzt dezent aggressiv gemacht hat, dass sie gerade daneben gehauen haben. Beide. Beim ersten Angriff. Und dafür habe ich euch in Preemptive rausgeholt, wisst ihr? Hätte ich schon wieder voll den Tod verdient, ey, ehrlich. Ey, das ist doch nicht wahr. Ey, wie einfach ständig daneben kloppen. Und ja, ich weiß, wenn die hinter dem Gegner stehen, bla bla blub, dann geht das einfacher. Aber ich habe keinen Bock, einen Zug davon auszugeben, mich hinter den zu platzieren. Hinter die zu platzieren. Vor allen Dingen drehen die sich doch schneller, als du gucken kannst, sofort wieder um. Klingt doch überhaupt nichts. Oh, okay, das nervt mich gerade. Vor allen Dingen, wenn die dann auch noch so halb tot hier rumdümpeln, ja? Es ist doch unfassbar. Boah, ich glaube, das wird so echt der Stimmungskiller hier in diesem Let's Play werden. Dieses ständige Danebenkloppen meiner Leute, ey. Wow, sie hat getroffen. Es gibt noch Wunder. Dafür werde ich jetzt wahrscheinlich voll verrecken. Weil die Leute übelst vergiftet sind und ich gerade zu faul bin zum Heilen. Oh, der Herr hat sich erbarmt, mal zu treffen. Ui. Ein Applaus für den Joshua. So, warte mal. Ich werde jetzt beim nächsten Mal dann wirklich mit dir heilen. Das wird nämlich gerade selbst mir zu heikel. Das stand da, glaube ich, gerade ganz gut, ne? Jetzt stand er nämlich so halb hinter dem Gegner.
So, einmal bitte für sie selbst. Ja, bevor sie... Ist jetzt ernsthaft der Zauber daneben gegangen? Oder kommt der noch? Nee, der kommt noch. Ich dachte gerade. Oh mein Gott, ich hatte schon wieder Puls, ey. Gott sei Dank habe ich mich verguckt. Gott sei Dank. So, der Joshua, der ist auch gleich im Eimer. Kann ich ihm direkt eigentlich fast das nächste Rezept hinterher schmeißen, denn eins haben wir ja noch, wo wir die Ingredients noch nicht kennen. Jetzt aber... Boah, ey, soll ich die Kämpfe rausschneiden? Die dauern halt lange, aber die sind halt nicht so easy peasy, ne? Ja, schwere Kiste. Auf jeden Fall, wenn ich gewillt bin, die Seppels zu verkaufen, dann sind wir ziemlich reich. Ich weiß nur nicht, ob ich gewillt bin. So, was haben wir denn noch Schönes offen? Ich habe doch vorhin noch was gesehen. Hier, Flowery Soda. Achso, hätte ich das im Kampf genommen, wäre das sogar noch besser gewesen, ne? Weil dann hätte er auch diesen Cure-Effekt für sein Poison gehabt. So, ist aber egal. Jetzt haben wir nämlich ein neues Recipe. So, und dafür brauchen wir bitte genau was? Ah, diese Bärklaue, die müssen wir doch finden, die Bärenklaue. Das ist doch das, wonach wir jetzt gerade suchen. Wo ich irgendwie immer noch keinen Peil habe, ob ich hier richtig bin. Ich glaube, das wird richtig so eine richtige Schwindelfolge, weil ich mit der Kamera mal so blöd schwenken muss. Oh nee, da ist wieder so ein Supervieh. Sind das jetzt hier Standardgegner? Ich muss mir das mal kurz angucken. Er hat ja genau... Okay, das könnte ein bisschen abartig werden, so rein vom Schwierigkeitsgrad her. So, warte, was bist du? Eine Pine Plant, 250... Also die sah auf jeden Fall genauso aus, dieser eine, die wir da, ja, da in der Nähe von dieser, die droppen blaue Steinchen. Ich wieder wie so ein verkrüppeltes Kind irgendwie mit dem Zeigefinger ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe. Ich bin gerade total irritiert, so, okay, warte, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier volle Manpower und so. Mein Sprachzentrum leidet dezent, wie man sicherlich gar nicht raushört. Machen wir mal das hier. So, und dann kann ich theoretisch mit ihr gleich hinterher kloppen. Wenn es denn erforderlich sein wird. Nee, wird es nicht. Okay, warte, dann... Ah, jetzt habe ich einmal bestätigt, jetzt muss ich es wieder einsetzen. Das Problem hatte ich doch schon mal, oder? Ja. Ey, das ist so bescheuert. Ey, ich komme jetzt nicht mehr zurück. Das ist doof. Das finde ich echt doof, aber egal. So ganz umsonst ist es ja nicht, weil die Hornissen sind halt nach wie vor ätzend. Aber ich wette, dieser Kampf, der wird gute Erfahrung zurückgeben. Und blaue Steinchen, hoffentlich zumindest, was? Das war gerade ein unidentifizierbares Odem, wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe. Und es bringt kleine Jungs zum Einschlafen. Und kleine Mädchen offensichtlich auch. Aber nicht sehr lange, wie mir scheint. Zumindest ist er relativ schnell wieder aufgewacht. Ja, bei ihr dauert es ein bisschen länger. Oder auch nicht. Ja, und das übliche Problem. Ich meine, bei dem Gegner konnte man das ja wenigstens schon erahnen. Weil das in der Beschreibung halt mit drin stand. Der hat gerade seinen komischen Dampf oder was das da ist verloren. Okay. Tschüss. Ich habe blaue Steinchen. Oh, 37. Ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Aber die blauen Steinchen. Oh mein Gott, wie viel ich davon noch brauche. Eine Dirty Carrot haben wir bekommen. Geil. So, Heilung ist jetzt wieder so eine grenzwertige Geschichte. Ich verzichte jetzt erstmal. Das war so klar. Die wollen, dass man sich hier verläuft, ne? Und überall kann das Item sein, wonach ich suche. Oh, neuer Gegner. Oh mein Gott. Nee, ich trau mich hier noch nicht. Ich hatte nämlich auf der anderen Seite ja noch einen anderen Weg, ne? Da war ja diese Gabelung. So, den will ich jetzt nicht nochmal machen. Eigentlich will ich jetzt gerade gar keine Gegner machen, sondern einfach gucken, wie es auf dem anderen Weg aussieht. Das war der hier, oder? Boah, ohne Karte wirst du hier echt wahnsinnig, aber ja. Gott sei Dank keine Mimik. Back for more, eh? Some people are never satisfied.
Ja, wieder hier, weil du mehr willst, ne? Einige Leute sind nie zufriedenzustellen oder so. So, dann haben wir wieder das Ding. Oh! Ist das das? Habe ich damit meinen Soll erfüllt oder brauche ich jetzt mehrere davon? Warte. Nee, falsches Ding hier. Nein, da, genau. So, das war das, oder? For a flower known as a bear. Ja, a flower, eine. Former, bla. Ich glaube, das war's, Leute. Das ist ziemlich cool, weil wisst ihr was? Dann werde ich nämlich nochmal kurz heilen. Und dann werde ich mir diesen Gegner hier vorknöpfen. Und eigentlich reizt es mich gerade auch total, diesen Gegner, den ich da vorhin gesehen habe, am Wasser war das, glaube ich, den auch nochmal zu probieren. Also nicht nochmal, ich habe ihn ja noch nie probiert, sondern zum ersten Mal quasi. Wobei das ganz cool wäre, wenn ich dafür meine CP voll hätte. Ich beackere das jetzt hier in dem Kampf ein bisschen. Oh, scheiße. Oh, ja. Okay. Ich meine, bei denen ist halt das gute blaue Steinchen auf der einen Seite und hoffentlich viele Erfahrungspunkte auf der anderen. Scheiße, die haben diesen Self-Destruct. Aber das hat der aus dem anderen Kampf. Im anderen Kampf hat er das nicht gebracht. Warum denn ausgerechnet hier? Das finde ich aber nicht nett. Vor allen Dingen habe ich jetzt gerade auch ein bisschen Hemmungen, jetzt hier so um mich zu schmeißen, weil ich ja auch nicht mehr so viele EP habe. Auf der anderen Seite sollte ich jetzt hier keine Risiken eingehen. Ich habe irgendwie nicht so einen Bock, den ganzen Weg und Ort hier nochmal zu machen. So, ich nehme jetzt nur noch diese dicken Pflanzen. Blaue Steinchen. Jawollo, schade. Ich hätte lieber gerne zwei, obwohl zwei wären, glaube ich, ziemlich tödlich gewesen. Aber der Kampf hier, der wird trotzdem nicht einfach. Ah, jetzt habe ich diese Seppitz ab, aber ich glaube, die steht zu weit weg, ne? Ah, schade. Weil dann hätte ich mir noch einen kleinen Steinchen-Bonus holen können. Aber naja, gut, kann man nicht alles haben. Bitte triff, danke. Die ist nicht tot. Oh Mann. Manchmal habe ich echt ganz schön viel Pech. Oh, das nervt mich gerade. Ey, die hat doch 100 pro nur ein oder zwei Energiepunkte noch offen. Ja, vergiftet mich wieder alle. Ja, ein HP, ey. Ein HP. Wie ich die ganze Zeit den Vogel zeige, ey. Manchmal bin ich echt so froh, keine Facecam zu haben. So, ja, das ist einfach so ein vergeudeter Zug, ey. So viel Schaden für nur ein HP, ja. Ein HP, habt ihr es euch alle gemerkt? Ein HP, ja. Okay. So, einfach weiter im Geschäft. Jawohl. Gut getroffen. Ist nicht selbstverständlich bei diesem Vieh, wie wir ja wissen, ne? Wie sehen die voll geil aus? Die haben so grisselige, schwabbelnde Wurzeln oder was das da sein soll. Ärmchen, keine Ahnung. So, Heilung wäre eigentlich auch mal wieder eine Idee. Das war so klar. Es war so klar. Ey, wenn du sie jetzt tötest. Nein, tut er nicht. Ich muss jetzt leider wieder heilen. Boah, ich glaube, ich sollte mir diesen Gegner da nicht geben. Aber ich wette, die lassen auch blaue Steinchen da. Was? Joshua hat es nicht geschafft. Oh, ist das ein ätzender Kampf hier, ey. Vielleicht war es doch keine so gute Idee. Ja, voll auf die Ommel, ey. Hallo, ich muss ja auch noch irgendwann lebend wieder raus aus dem Wald. Das wird euch wahrscheinlich nicht so interessieren, ne? So. Jawohl. Ich habe irgendwie viel Angst vor diesem Gegner. Wie habe ich den jetzt am besten gemacht? Eigentlich mit Zaubern, ne? So, mit ihm könnte ich eigentlich auch ein bisschen noch rumzaubern, weil er seine EP ja voll hat. Ja, heil dich auch noch, du hässlicher Pseudokaktus. Keine Ahnung, was er sonst sein soll. Also manchmal hat dieser Zauber einen Effekt, von dem ich nicht weiß. Feint. Ach so, das ist dieser Feint, okay. Komme ich da jetzt irgendwie hin? Wacht er jetzt wieder auf? Keine Ahnung. Ey, guck mal, ich krieg den nicht mal wachgeprügelt. Ah, doch. Aber er ist trotzdem nicht zum Zug gekommen. Das ist ja cool. Das hingegen eher nicht so.
Okay, wow. Die haben beide jetzt ein Level up. Das ist gut. So, die Steinchen. Genau, für die habe ich das ja mitunter gemacht. So. Ah, durch das Level up kann ich jetzt auch wieder heilen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Achso, die brauche ich ja gar nicht zu heilen. Bin ich dumm. Ich habe gerade nur auf die EP geguckt, wo ich mir so dachte, ich brauche Heilung. So, weil dann werde ich jetzt 100% diese Gegner hier versuchen. Oh Gott, ich habe aber trotzdem ein bisschen Angst. Und Respekt. Aber nur ein bisschen. Weil wenn ich speichere, kann mir eigentlich nichts passieren. Hoffe ich, glaube ich, meine ich. So, und dann ist das auch noch ein Preemptive, oder? Jawohl! In Begleitung mit dieser Misthöhle. Na, Glückwunsch. So, warte mal. Erstmal, wie heißt du? Rhinocida. Rhinocida oder so. Und der droppt leider keine blauen Steinchen, aber egal. A monster living deep within forest, its thick armored hide gives it great defense. Na, Glückwunsch. Ja, aber der sieht auch schon so aus, als ob der irgendwie voll... Ach, der wird wahrscheinlich zauberempfindlich sein. Ich glaube, bei dem werde ich gar nicht erst so angreifen. Sondern direkt damit beginnen. Und bei ihr werden wir das ähnlich handeln. Wobei, hier könnte ich mir mal diesen neuen Move angucken. Wobei, der glaube ich... Feuer und Wasser nützt bei dem mehr. Ah, jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden. So, wie war das bei dir? Du bist feuerempfindlich. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt Craft nehme, dann kann ich mir hier was aussuchen. Ich würde das aber gerne sehen, aber es wäre so dumm, das zu machen, oder? Wobei, hat das überhaupt... Wo sehe ich denn, ob das... Hat das überhaupt irgendein Element? Weil wenn ja, sehe ich das hier nicht. Ah, ha, ha, ha. Kann ich auch beide treffen? So. Wenn beide rot sind, müsste es auch beide treffen, oder? So ist jetzt mal meine simple Logik. Der obere hat ja gar nichts an Schaden gefressen. Wow, aber dagegen ist er empfindlich. Okay, das ist gut. Ich finde es zwar gerade mega krass, dass er durch diesen Windangriff so wenig Schaden genommen hat. Aber wenn das hier klar geht, dann passt das. Wow, ich wette, der wird gut Experience geben. So, und vor allen Dingen in Kombination mit dem Ding hier. Ich glaube, danach werde ich mich wirklich aus dem Staub machen. Ich werde nochmal kurz schauen, ob ich hier vielleicht irgendwie eine Kiste oder sowas mitnehmen kann. Aber danach werden wir uns dann wieder der Hauptstory widmen. Es sei denn, wir haben in der Guild jetzt vielleicht wieder neue Sachen. Ich glaube, neue Missionen kommen eher, wenn wir ein bisschen Hauptstory-Progress haben. Da hatte Joshua gerade Glück, dass er nicht in der Nähe stand. Sehr schön, nur 30? Also hier kann man auf jeden Fall gut leveln. Mit dem jetzigen Stand, den ich so habe. So, jetzt müsste ich natürlich nur ein bisschen aufpassen. Und weil ich ja so ein kleiner Schisser bin, will ich jetzt keine Risiken eingehen, sondern werde nochmal sicherheitshalber heilen. So, genau. Hier geht's halt noch weiter, ne? Ich dachte, dass jetzt hier vielleicht so eine kleine Schicke und Schnieke. Kombinieren Sie Schick und Schnieke und dann kommt Schnicke raus. So eine Schnicke-Sackgasse hatte ich mir ja erhofft. Oh Gott, ich habe so eine Angst, hier weiterzulaufen. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Nee, wir machen mal keinen Scheiß. Irgendwann wird das Spiel uns hier schon noch hinschicken. Bin ich der vollsten Überzeugung. Nein! Oh, scheiße. Okay, aber ich kann meine CP hier einsetzen. Das werde ich jetzt auch machen. Ja, das war so nicht geplant, meine lieben Freunde. Nicht so. Okay. Warte mal. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist mir so peinlich. Ich dachte eigentlich, das wäre das Gleiche, diese Crafts und dieser Bommel da unten links. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Sjoa war... Habe ich das schon mal probiert? Ach, das ist das. Das ist das, wenn ich jetzt diesen Knubbel da genommen hätte. Ach, das ist ja dann doch das Gleiche. Ja, okay. Ja, jetzt verstehe ich. Dieses Rote mit diesem super Dings, mit dieser Kennzeichnung, das ist dann immer das hier. Okay, alles klar. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Okay.
Eigentlich hätte ich den gar nicht angreifen sollen. Eigentlich wollte ich das Bienchen mitnehmen. Beziehungsweise die Hornisse. Ich glaube, die wird nicht gerne als Biene betitelt. Aua. Ich finde die aber irgendwie süß. Also auch wenn ich Insektengegner eigentlich immer voll beängstigend finde und so. Ich finde, die haben irgendwie was Schnuffeliges. Das gibt immer noch gute Erfahrungen. Eigentlich ist es voll die Verschwendung, jetzt hier wegzugehen. Und hier nicht weiter zu leveln. Ich nehme mal noch ein paar Kämpfe mit und schneide euch raus. Also zumindest gegen dieses Vieh hier oben irgendwo, glaube ich. Die meinte ich jetzt natürlich nicht, aber kann man ja auch mal mitnehmen. Ja, wobei 15 ist relativ lame. Mir ging es primär um das andere Ding hier. Warte mal, vielleicht sollte ich mich auch jetzt nochmal heilen. Ist halt nicht so die spannendste Methode, ne? Wenn es irgendwie so einen Kurztastenbefehl geben würde fürs Heilen, würde ich das auch ganz cool finden. Oh, das Ding war leider alleine. Hätte jetzt gerne hier noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte mitgebracht. Aber egal. Wer weiß, vielleicht wird uns ja unsere neue Hauptquest auch hier hinführen. Aber wir haben noch so viele andere Wege, die so komplett unerforscht sind. Schwer einzuschätzen. Ich werde bestimmt bereuen, wenn ich den Part jetzt hier beende, dass ich nicht diesen Mist weiter hinten weitergelaufen bin. Aber ich glaube, man sollte schon so eine natürliche Levelgrenze, oh Gott, die durch die Stärke der Gegner definiert wird, schon so ein bisschen ernst nehmen. So wäre so, wie es mir zumindest gerade schön zu reden. Und wir gehen jetzt, nein, einfach zurück. Da wäre ich fast wieder in den nächsten Gegner reingerannt. Menno. Haben die Entwickler die deshalb so transparent gemacht, damit man in die reinläuft und das ein bisschen schwieriger wird, durchzurennen? Oder ist das irgendein anderen Grund? Warte mal, ich bin von nicht hier gekommen, oder? Obwohl, warte mal, hier habe ich doch wieder eine Karte, ich Depp. Genau, so, dann laufen wir jetzt einfach mal zurück, obwohl ich da vorhin nach geradeaus auch noch nicht weiter gelatscht bin. Aber, naja. Keine Ahnung. Vielleicht kann mir ja der eine oder andere sagen, ob es hier so komplett optionale Gebiete gibt. Oder ob man, wenn man alle Missionen versucht mitzunehmen und möglichst alles zu machen und so, ob man sowieso an jeden Ort hingelangt. Das würde mich mal interessieren. So, jetzt würde ich ganz gerne nicht weiter in diese Kämpfe reingeraten, weil ich brauche nichts. Sie lassen mir keine Erfahrung da, keine blauen Steinchen. Und ja, ich verschmäh gerade so ein bisschen die anderen Seppels, aber die sind mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich egal. Denn an Geld mangelt es aktuell nicht. Das wird sich wahrscheinlich rapide ändern in dem Moment, wo wir die nächste Stadt betreten. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik, ich weiß ja nicht, wann die kommt. So. Warte mal, was sagt denn jetzt mein Menü? Kann ich meine Seppels hier irgendwo sehen, die ich habe? Da oben rechts, das sind die nicht. Okay, warte, irgendwo kann ich mir die bestimmt anzeigen lassen. Ich mache das jetzt lieber direkt hier. So, da unten sehe ich sie. 28, würde mich nicht weiterbringen, weil für alle Level-Ups, Upgrades, was auch immer, brauche ich mindestens 30. Hier gibt es auch nichts Neues. Okay, ich wette, in der nächsten Stadt wird es dann die Zweier-Ausführung geben. Oder komplett neuer Einser, kann natürlich auch sein. So, weiß ich jetzt, wer das haben wollte? Oder muss ich das bei ihr einfach reporten? Ach so, ich muss noch weiter? Okay, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ach so. Ach scheiße, diese Savory brauche ich auch. Oh nee. Oh nee, das heißt, ich muss da nochmal hin. Okay, das soll jetzt aber nicht euer Dilemma sein, Leute. Ich werde euch einfach, ja, in der nächsten Folge dann in diesem Wald begrüßen. Ich werde vorher nochmal übernachten gehen und mich ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen aufpäppeln. Und dann werden wir nochmal in den Wald reingehen. Ich werde dann jeweils, also euch im Wald A begrüßen und B werde ich dann den Rückweg auch rausschneiden, damit wir dann in der nächsten Folge definitiv, ich hoffe definitiv auch, die Hauptquest dann weitermachen können. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn das soll es gewesen sein. Ich danke euch fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Ciao.